Du und ich, wir schreiben heute mit unserer nicht dominanten, schwachen Hand. Und los geht's. Alles, was wir brauchen, ist ein Notizbuch oder Papier und einen Stift. Der Satz, Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern, enthält alle Buchstaben des Alphabets außer Umlaute. Also es sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber was ist denn das? Also das Ziel ist, dass ich mit links fast genauso schnell schreiben kann wie mit rechts. Also 10 Sekunden Toleranz. Und man soll eigentlich keinen Unterschied kennen, ob ich mit links oder rechts schreibe. Das wären so die zwei Ziele, die ich habe. Als erstes stoppte ich die Zeit bei meiner dominanten rechten Hand und dann bei meiner linken. Und dann gleich nochmal, weil ich Genie die Zeit verdeckt habe. Mit rechts habe ich für den Satz 25 Sekunden gebraucht. Mit links 1 Minute 2 Sekunden. Das ist schon echt, ja, echt viel länger. Mit rechts, ja, kann man auf jeden Fall lassen. Und hier, das ist schon... Das ist echt nicht so. Was ist das? Das ist ja was zum Üben. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen schneller. Von optisch her sieht es echt schlimm aus. Wow. Wow. Das Bayern, das Y, das ist kaum, was es sein soll. Ich glaube, ich switch tatsächlich zu dem Papier. Lege ich gerade auf. Das könnte vielleicht besser werden. Also es ist echt anders, wenn man auf einem Block schreibt. Bisher ist es schlechter. Ich bin anscheinend so verspannt, dass ich es echt schon in den Muskeln kenne. Okay, kurzer Break. Ein paar von euch stellen sich jetzt vielleicht die Frage, warum muss man überhaupt sowas können? Und dafür nehme ich ein einschneidendes Erlebnis von mir als Beispiel. Entschuldigung, dürfte ich hier mal schnell durch? Ist das ein Autogramm von mir? Okay. Was? Nein, ich will bloß hier vorbei. Die gefallen also meine Videos, das freut mich. Ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Na dann los. Hey, was machst du da? Ich gebe ein Autogramm. Ich will kein verdammtes Autogramm. Wir wollen den Leuten doch zeigen, dass es wichtig ist, mit der nicht-dominanten Hand schreiben zu können. Aber wenn es mit der dominanten geht? Nein, das geht nicht, denn schon vergessen, du hast deine rechte Hand aus Versehen mit Klebeband zusammengeklebt. Wann hätte ich denn das gemacht? Nicht schlecht. Tja. Daneben mit links. Ich will doch hier einfach nur schnell durch. Aber ich kann's nicht. Oh Gott sei Dank. Es tut mir leid, Kleiner. Ich kann mit links nicht schreiben. Will ich dann jetzt endlich mal vorbei? Nein, natürlich nicht. Geh außenrum. An diesem Tag war ich gezwungen, einen treuen Fan, frustriert und ohne Unterschrift, nicht an mir vorbeigehen zu lassen. Die nächsten 17 Minuten konnte ich mir das nicht verzeihen. Und dann war eigentlich klar, ich muss es schaffen, mit links schreiben zu können. Tja, und so eine unwahre Lügen-Wahrheit-Story brachte uns also jetzt hierher. Also ich glaube, es wird schon ein bisschen besser. Ich habe einen Tag Pause gemacht, denn ich hatte irgendwie, wie soll ich sagen, ich glaube, ich hatte einen Muskelkater in meiner Hand. Es war richtig unangenehm, den Stift zu halten. Ich spüre es immer noch irgendwie, aber ich will jetzt weitermachen. Tatsächlich ist es so, dass beim Handschreiben anscheinend mehr als 30 Muskeln und 17 Gelenke zusammenarbeiten. Also kein Wunder, dass beim Schreibhandwechsel die ein oder andere Verkrampfung auftreten kann. Läuft jetzt gar nicht so schlecht, man fühlt sich schon sicherer. Man muss einfach wissen, wie man den Buchstaben anfängt zu schreiben, weil es ja mit der anderen Hand ist. Ich gebe zu, es dauert echt ein bisschen länger als gedacht, aber ist ja klar, man lernt es in der Schule ja auch nicht gerade auf 2 Tage. Aber ich werde besser, ich werde auch schneller, merke ich. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt mal das mit der Zeit zu versuchen. Ich möchte es in 35 Sekunden schaffen mit links. Das wird schon klappen, glaube ich. Ihr seht, ich tippe jetzt hier 36 Sekunden in den Timer. Die eine Sekunde gebe ich mir nämlich. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig tippen und anfangen. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, das zu schaffen. Nein! Seht ihr das an? Es war knapp. Es war echt knapp. 40 Sekunden hätte ich es gepackt. Das bedeutet noch mehr üben. Tja, so ist es. Die Zeit checken wir später nochmal. Jetzt geht's erstmal ums Schönschreiben. Das Aussehen meiner Schrift werde ich mit der Methode testen, die auch Mike in seinem Video verwendet hat. Dafür schreibe ich den Satz, Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern, 9-mal mit links und 1-mal mit rechts. Und meine Freundin muss dann herausfinden, welcher von den 10 Sätzen mit meiner dominanten Hand geschrieben wurde. So Leute, das ist es. Was glaubt ihr? Welchen Satz habe ich mit rechts geschrieben? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Also, ich drehe jetzt den Zettel um, dann 10-mal steht der Satz um. Okay. 1-mal ist mit rechts geschrieben, 9-mal mit links. Und du sagst mir... Ich muss ja den rechts sagen. Mhm, genau, du sagst praktisch dann die Nummer. Okay? Also, das sind die nummeriert, die Dinge. Ja. Und ich sag die Nummer zwischen 1 und 10. Ja, bist du ready? Okay. Das ist bloß begrenzt Zeit. Wie lange habe ich Zeit? Keine Ahnung, ich mach dich spontan. 10. 9. 3. 2. Der lädst die 10. 1. 10. 10? Sicher? Magst du noch mal ändern? Nein, ich sag 10. 7. Echt jetzt? Ja. Hätte man das auch so schick geschrieben? Ich hab mal Mühe gegeben beim 10er. Ich hab mir gedacht, das ist safe nicht der Sommer, weil der so kreislig ist. Was? Danach versuchte sie auch gleich mal mit links zu schreiben. Und ja, sie ließ sich Zeit.
Alter, du warst übel lang. Dafür sieht ihr erster Satz aber auch viel besser aus als meiner. So sieht's jetzt aus. Und so sah es am Anfang aus. Jetzt geht's nur noch um die Geschwindigkeit. Und da starten wir jetzt gleich mal den nächsten Versuch. Ich war motiviert und selbstsicher, dass ich es jetzt schaffen würde. Aber ich war zu langsam. Um einen Buchstaben. Also versuchte ich es natürlich gleich nochmal. Mit Erfolg. Alter. Und so schaffte ich es dann auch beim nächsten und beim nächsten. Beide Ziele wurden erreicht. Dafür drei kleine letzte Wörter muss ich den Stift an diesem Tag noch einmal in die linke Hand nehmen. Und dann natürlich auch noch abhauen. Und jetzt seid ihr dran mit ausprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Hä? Ich finde, der Simmer ist mit Abstand am hässlichsten. Deswegen habe ich mir gedacht, ja sicher nicht, der Simmer. Okay.